Die Hitze steigt einigen offenbar zu Kopf, die Nerven liegen blank. Und jetzt schon wieder Gewalt vor einem deutschen Freibad. Mit einer Eisenstange wird hier auf dem Parkplatz des Freibads Dortmund-Deusen ein Mann niedergeschlagen. Er wird schwer verletzt, es soll um einen freien Parkplatz gegangen sein. Der Schläger flieht vom Parkplatz, wird dann aber später von der Polizei gestellt. Immer wieder Bilder wie diese. Massenschlägereien und unfassbare Gewaltausbrüche gehören in deutschen Freibädern zum traurigen Alltag. Die logische Konsequenz daraus? Zeitaufwendige Einlasskontrollen und Dauerbewachung durch Security-Firmen. Wer mag hier noch baden? Viele meiden auch den Besuch im Freibad komplett. Was muss noch geschehen, bis die deutsche Politik auf dieses Problem reagiert? Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Situation in den Freibädern bald bessern wird. Ob das diesen Sommer noch mal was wird?